Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Egmont Thüringen. Wir fahren weiter heute mit Düngen und Kalken und Aussehen. Ja, und aktuell gab es gerade kleine Probleme mit Crash, Flug, Dünger. Ich habe immer den Saatgut-Kollegen immer stillgesteckt. Unkraut wächst auch gerade, aber macht nichts. Bei der Aussaat ist er sowieso weg. Na gut, in dem Fall nicht. Ich habe mir gerade meinen Kaffee fertig gemacht. Dann können wir den durchstellen. Und einen kleinen Snack. Ich hoffe, ihr habt ja auch was. Immerhin ist Sonntag, mit einem schönen Sonntag. Sonntag, zweite Folge. 15 Uhr, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Das habe ich mal gedacht zu machen. Jetzt werde ich mal den. Müsste eigentlich der Kalkstreuer normal nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ganz vorne müsste er den Kurs ändern. Beziehungsweise er hört jetzt auf und fährt nach vorne. Prost. Ich wundere, ich habe drei Tasten, die dauernd aufstehen muss. Ein paar Bäume können wir auch noch pflanzen. Dann reizt auch für heute. Mal sehen, wie das packt im Anfang mit Rückwärtsfahren. Wir sind mit dabei. Das ist äußerst ungünstig, wenn er sich gleich wieder verfranseln würde. So, die Seemaschine ist bei, den müssen wir ja wieder aktivieren. Aber wir haben mal ein bisschen Vorsprung lassen. Bisschen. Hier ist der Specht unterwegs, wenn ihr das hört. War gewaltig, ne? Das scheint zu funktionieren. Scheint. So. Raps, das ist unser Bäumchen. Das brauchen wir noch nicht machen. Wir haben was anderes mit Gang kriegen hier. Eine Seemaschine. Jetzt fahren wir ein Stückchen zurück. Zeit aktivieren, ne? Noch nicht so viel Fluss gemacht, auf jeden Fall. Ja. Einstellen und los geht's. Wir wollen so wieder ernten. Da unser Pflügermeister. Da müssen wir schauen, ob wir dann nicht in die Quere kommen. Okay, das leuchtet mal. Da werden wir mal reparieren, ne? Da machen wir eine Flugreparatur. Eine schnelle. So. Seemaschine noch nicht. Hänge hatten wir schon. Dann können wir auch noch heile. Noch nicht verkaufen. Und meine Sorge ist, dass er beim Pflügen jetzt nachher die Saat wieder kaputt macht. Das muss ich mir mal ganz gut angucken. Ob wir mit der. Gerade so. Das geht. Eine dritte Folge, wenn der Saat gut ist, wenn ich recht erinnere, werden wir es abbrechen müssen mit der Saat. Weil was hat er für Probleme?
Ach so, wenn der Radius ist groß. Gut, Ball geklopfen. Ein paar haben wir noch. 32. Oh Mann, ne? Jetzt nehmen wir noch einen Kaffee, bevor los geht. So. Warten wir die Sache. Wird ein kleiner Wald. Bisschen enger gepflanzt. Und die Bäume wachsen richtig aus. Das werden nur große Bäume. Die Bäume, die gesetzt wurden von Modder, die wachsen nicht weiter, die bleiben stehen im Wachstum. Das heißt, es gibt kleine Bäume und große Bäume. Und die, die wir jetzt pflanzen, werden nur große. Auf jeden Fall. Wenn die vor ein Sturm kommt. Das heißt, eine neue Karte. Aber gut. Das weiß ich vorher, dass es kommen könnte. Wir werden es packen. Wir werden hier ein bisschen reinfahren. Und hier haben wir ein bisschen Luft für ein paar Bäumchen. Ob wir vielleicht einige doppelt stehen, das ist auch egal. Ich frage. Nehmen wir nicht so genau. Lohnzahlung machen wir auch noch machen. Gut. Was die alle haben wollen. Das war die Habe. Geld. Oder auch nicht. Den Rest pflanzen wir da vorne. So. Ich glaube hier vorne, da ist ein Platz. Und die letzten 12 noch einpflanzen hier. Neun. Acht. Sieben. Sechs. 5. Ja, 4 sind noch. 3. Wahnsinn. Das wird ein großer Wald. 200 Bäume. Eins. Null. Und aus. Jetzt fahren wir die ganze Geschichte aus dem Hof zurück. Fräsen brauchen wir immer noch nicht. Erstmal. Stellen wir unter den Unterstand hier. Oder direkt neben der ja, gut, dass er leer ist, das hätte er den Müllschauer voll gemacht. So. Wie gesagt, um 15 Uhr geht die Ernte los. Und hier wollen wir Kontrolle machen. Das ist die zweite Bahn oder dritte Bahn? Dritte Bahn. Dritte Bahn sieht gut aus. Kann sein, dass der Flug da ein bisschen was wegmacht. Kann sein. Ist möglich. Schließen wir nicht aus. Teilweise nicht wieder ausgepflanzt. Naja, gut, okay. Aber nur teilweise.
heißt, Unkraut wächst gerade durch. Das heißt, um 3 kommt die Stufe rein, für müsste Hafer reif werden und der Raps müsste blühen. Ja, ein bisschen essen. Man soll schon mal voll mutig werden, aber. Ja, mit vollem Mund ist nichts, ne? Ich verstehe, also ich muss nicht fliegen. Ah, nicht. Lecken. Okay, macht er auch alleine. Der Finger war geschmiert. So. Ja, fertig ist anders. Aber sieht gut aus. Hier kann man sehen, was er das hinkriegt. Das Haar scharf. Ein Risiko, dass er beim Flügen wie alles im Arsch macht und kaputt macht. Da passiert garantiert. Dann haben wir halt mehr Nacharbeiten, leider. Ja, da auch. Ach nee. Ist schlecht. Das ist schlecht. Da müssen wir den anderen mal stoppen. Oh, bin gerade reif. Mehr wie früher als früh. Das. Da kann er noch arbeiten, da ist er schon fertig. Aber ja gut, das ist eh zu spät. Das ist eh zu spät. Okay, wenn der Hafer reif ist, das heißt, der Hafer ist reif, wir haben wieder Beschäftigung. Der Raps blüht, oh wie schön. Brauchen eine halbe Stunde noch ungefähr, laut Rechnung. Nein. Rausgang, scheiße. Rausgang ist nicht gut. Weil. Jetzt geht Lego nicht mehr. Na, geht schon, aber halt nicht ohne Widerstand, ne? Das ist das Dumme. Er geht nicht zurück. Da hoffe ich ja auf Dienstag. Patch. So, N, R, oh, Kalk ist leer. Wieso leer? Uiui, hat er wieder gebraucht. Kalk ist leer. Oh, richtig viel. Das ist ja Wahnsinn. Wo ist jetzt der LKW? Da ist er. Dann wir kurz auffüllen und dann den Lenker wieder aktivieren. Mal weg. So viel? Mein Kalk ist nicht teuer, ne? Aber der Wahnsinn. Ich kann gleich einen Kurs laden hier.
Naja, gut. Achso, Lenkung aktivieren. Okay, aktivieren. Das sind eins alle. Für eine Weihnachtstasse hier oder hier für Nikolaus. Na, geht nichts. Das wird gut. Ja doch. Schlimm. Die Lenkung nicht knallt. Jemals selbe. Spieler steht. Ja, jetzt geht Lenkung wieder. Ist komisch. Muss ich nicht verstehen? Nicht so hoch. Da fahren wir gleich. Und gleich weg. Damit der andere weiterarbeiten kann. Wir sind gleich wieder eine Flur holen. Also das reicht ja noch nicht. Ne? Naja, wenn der Kalke 30.000 Liter aufnehmen kann, ist ja entsprechend nach zweimal Fahren fast alles weg. Fast. Hätte ich auch aufsteigen können, ne? Wäre schneller gegangen. Ne, kommt mir klar. Aber sieht so aus. Hat er was reingemacht, der Chef. Ja, 11.000, ja logisch. Gut. Sollen wir noch halt eine kleine Fuhre holen, ne? Wieder aufsteigen müssen, wäre besser gewesen. Ist ja eigentlich ein bisschen umständlich, aber wenn wir später mal eine Kalkfabrik haben, dann macht das Sinn. So. Das heißt, es wird nicht lange dauern, wird er wiederkommen. Muss ich mal kurz den anderen anfangen mit Getreide. Jetzt hat er einen Stress aus. Gut, dann werden wir den Schwatten nehmen. Den Schwatten zuerst. Aber zum Glück alles vorbereitet schon. Ja, wenn ich das überlege, kommt der Raps bald wieder. Und dann kommt Raps gegen nachts. Ja, das ist jetzt etwas unwitzig. Okay, dann fahren wir mal los. Wir fahren hier auf der Wiese auf. Und die erste Auffahrt ist da. Na ja, gut. Werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich die Wachstum pausieren. Ja gut, okay. Oder das ist auch Blödsinn. So, jetzt haben wir hier schon mal die Ecke anfangen. Damit wir hier mal einen kleinen Anfang kriegen. Dafür. Wir brauchen hier kein Stroh. Das können wir gleich leisten. So. Ein bisschen leiser machen. Ernte.
Feld 60. Das ist jetzt der Kurs. Da muss ich mal kurz schauen. Jetzt haben wir hier Wendekreis für zwei Fahrzeuge. Rechts eingestellt. Der ist rechts, das heißt rechts. Wir machen noch links. Hat links auch? Links. Arbeitsbreite. Ach, der Akkurechner ist das. Aber das brauchen wir gar nicht, ne? Da wieder raus. Okay, links eingestellt und auf geht's. Das ist nicht so schön. Ersten Wegpunkt, das wäre da vorne. Machen wir das so. Oh! So, liebe Freunde der Stadt, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ein bisschen stressig wird jetzt zum Schluss. Aber das packen wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Ganz gerne über ein Abo. Ich sag mal danke. Natürlich, wenn wir uns wiedersehen, ist die Freude genauso groß. Na, tschüss und winke, winke, bis dann. Ciao, ciao.